Seid gegrüßt, Freunde. Eine meiner Quellen ist ein wohlwollender Außerirdischer. Sein Name ist Mephisikfefix. Diese Botschaften wurden abgeleitet von persönlichen Treffen, das heißt, sie stammen in keinerlei Art und Weise von Channelings. Botschaft Nummer 10. Thema: Krankheiten, Zusammenhänge zwischen Geist und Körper. Mephisikfefix. Krankheiten, die bei euch auftreten, sind Symptome der Vergiftung eurer Körper durch die vom Menschen hergestellten Produkte. Die Industrien der Erde werden von einer starken Profitgier getrieben und verwenden daher Produktions- und Konservierungsformen, die für den menschlichen Körper auf lange Sicht überhaupt nicht gesund sind. Andere Krankheiten wurden absichtlich von euren eigenen Herrschenden verbreitet. Für die Elite selbst gibt es zwar schon adäquate Behandlungsmethoden, doch sie sorgen dafür, dass diese unterdrückt werden. Eure chemischen Industrien handeln rein aus kommerziellen Interessen, für welche das Vorhandensein von Krankheiten durchaus erwünscht ist. Ihr solltet daher nicht die Konsequenzen, sondern die Ursache dieser Probleme angehen. Und ja, mit unserer Technologie könnte man sämtliche Krankheitserscheinungen vollständig eliminieren, Gesundheit, Alter und körperliche Beschwerden. Alles kann mit unserer Technologie einfach und schnell geheilt werden, sodass die Gesundheit wiederhergestellt wird. Für solche Krankheiten, die von Mikroorganismen wie Viren und Bakterien verursacht werden, haben wir Verfahren, die euer Immunsystem stärken können. Damit kann der Körper gewissermaßen im Voraus potenzielle Aggressoren erkennen, die normalerweise für Mutationen verantwortlich wären, und der Körper hätte stets die Oberhand. Das Gehirn ist eine biologische Maschine, die mit der besten Technologie unserer dritten Dimension ausgestattet ist. Wie jede andere Maschine braucht es Energie, um zu funktionieren. Der physische Körper der dritten Dimension stellt die nötige Energie bereit, sodass das Gehirn leistungsbereit ist. Bei Tieren gibt es nur ein schlichtes Programm, welches die grundlegenden Instinkte und Verhaltensmuster in ihrer jeweiligen Gattung bestimmt. Beim Menschen ist das Gehirn mit einer sehr viel fortschrittlicheren Programmierung ausgestattet. All eure Erfahrungen und all euer Wissen sind nämlich über eure spirituellen Energiequanten abrufbar. Diese Energie, die in eurem Gehirn lebt und ihm all die Informationen und Funktionen gibt, die du individuell gestalten kannst, kommt als einziger Teil von euch aus der vierten Dimension. Sie kontrolliert das Gehirn in der dritten Dimension. Ihr seid euer Geist, und euer Geist bewegt alles, was frei wird, um diesem zu interagieren. Der Geist ist unzerstörbar, während die Materie der dritten Dimension wieder zu Staub wird. Kennst du die Redewendung, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper? Nun, genau so ist es. Euer geistiger Fortschritt bestimmt, in welcher Form ihr in eurer nächsten Inkarnation zur Welt kommen werdet. Ist euer Geist in Schwierigkeiten, so werdet ihr auch in einen physischen Körper mit Problemen kommen. So habt ihr die Gelegenheit, diesen Problemen auf den Grund zu gehen und selbst einen Weg zu finden, diese zu überwinden. Wenn ihr also in einem makellosen Körper geboren wurdet, dann heißt das, dass euer Geist am Ende eurer letzten Inkarnation sich weiterentwickelt hat. Oftmals wird sich euer Geist bereits im Voraus im Klaren darüber sein, dass er in einem Körper mit physischen Problemen zur Welt kommen wird. Denn ihr wisst, dass ihr nur so einen Weg finden könnt, eure früheren Makel zu korrigieren. Manchmal erschwert euer physischer Körper euch grundlegend das Leben, da es in eurer Gesellschaft Standards für Dinge, wie Aussehen, Größe, Farbe, Rasse oder gesellschaftlichen Status gibt. Wenn ihr euch als euch selbst fühlen wollt,
werdet ihr somit lernen, euren Geist von eurem Körper zu trennen. Ende der Botschaft.